Hallo Pferdeleute, ich gucke gerade mit euch hier zusammen diese Filmaufnahmen, die mir zugespielt worden sind vom Training von diesem Nero. Es sind ganz ungewohnte Bilder, finde ich. Nämlich normalerweise lässt sie die Longe nur hinten fallen, wenn sie mit der Doppellonge unterwegs ist. Hier macht sie es auch mit der einfachen und ich frage mich die ganze Zeit, warum hält die so dagegen und warum rennt der so? Ist der gestresst oder soll er erschöpft werden? Also richtig glücklich sieht er nicht aus und man kann Seile hinten auf den Boden fallen lassen, aber bei Longen ist das wirklich, wirklich gefährlich und sieht alles nicht mehr so nett aus. Hier sieht man jetzt die Bea und hört immer wieder, dass das Pferd hustet und zwar ganz, ganz gewaltig hustet. Und da ist mir zu, da habt ihr das gehört, da ist mir zugetragen worden, schon wieder, dass man sie nicht aus dem Vertrag rausgelassen hat. Sie durfte ihr Pferd nicht abholen, weil das wäre sonst ein Vertragsbruch gewesen. Und da sieht man auch mal die Bea reiten, das sieht nämlich alles gar nicht so schlecht aus. Und sie haben im Grunde genommen, wie man das jetzt sieht, dann Szenen in die Sendung reingeschnitten, die Bea ziemlich blöd aussehen lassen. Wenn man das jetzt hier mal sieht, ist das so alles ganz harmonisch. Aber am allerletzten Drehtag, dann war es halt doch so, dass die Bea auf dem Pferd genau dasselbe erleben musste, wie ganz am Anfang in diesen Szenen. Und da sind wir ganz gewaltig getäuscht worden. Da hustet er schon wieder. Also ein krankes Pferd so zu reiten und nicht mal anzuhalten, damit er abhusten kann. Und hier ist jetzt die Bea mit ihrem neuen Trainer. Ja, manche haben echt, also den Verstand wirklich. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Ciao.